Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einführung und natürlich für die Einladung hier zu dieser schönen Veranstaltung. Vom Thema her eine wichtige Veranstaltung. Ich muss gestehen, ich komme zwar gar nicht so weit weg aus Ostwestfalen, aber ich war in Osnabrück tatsächlich immer nur zum Einkaufen an den Feiertagen, wo in Nordrhein-Westfalen geschlossen ist und habe das schöne Schloss bisher verpasst und von daher freue ich mich natürlich umso mehr. Das Vortragsthema ist das Tagungsthema. Ich werde dieses Thema beleuchten vor dem Hintergrund von Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit und habe das Thema eben auch etwas überblicksartig angelegt. Werde zunächst hier etwas sagen zur Ausgangslage und dem Bildungsauftrag der frühen Bildung. Werde eingehen auf die Bedeutung qualitativ hochwertiger früher Bildung, hier auch besondere Herausforderungen herausarbeiten, dann das Thema Entwicklungsprozesse mit Familien begleiten, beleuchten und noch einen kleinen Ausflug machen in die Digitalisierung, welche uns ja als Querschnittsthema, denke ich, alle begleitet und hoffe dann auf eine Diskussion. Zur Ausgangslage. Ich denke, es ist uns allen bewusst, die sich mit Bildung beschäftigen. Wir haben aktuell große Herausforderungen. Die letzten Schulleistungsstudien, IQBIR Bildungstrend und zuletzt die IGLU-Studie haben gezeigt, dass ja mittlerweile jedes vierte Kind am Ende der Grundschule die Basiskompetenzen nicht erreicht. Das ist eine große Gruppe von Kindern, die letztlich wenig Chancen haben, nach der Grundschule wirklich erfolgreiche schulische Wege weiterzugehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wann entstehen eigentlich soziale Disparitäten, denn Kinder mit schwachem sozialem Hintergrund oder Kinder mit Migrationshintergrund sind hiervon in besonderem Maße betroffen, dann wird sehr schnell deutlich, dass diese Disparitäten eben vor der Grundschule entstehen. Das hier sind aktuelle Analysen der Kollegen Skopek und Passaretta auf Basis von Daten des Nationalen Bildungspanels und wir sehen hier abgetragen Kinder aus Familien mit hohem, mittlerem und geringem sozioökonomischem Status und man sieht hier, dass die Schere hier schon aufgeht im Alter von 2 Jahren, sich vergrößert und im Prinzip in der Grundschule relativ stabil bleibt. Das heißt, dass diese vorschulische Phase eben letztlich die Phase ist, in der man bestmöglich auch versuchen sollte, diese Disparitäten zu kompensieren. Und wir wissen aus vielfältigen, unterschiedlichen Disziplinen, dass eben die frühen Bildungsjahre hier auch letztlich die Jahre sind, in denen man am effektivsten auch bilden und fördern kann. Und dementsprechend würde ich hier dem Vizepräsidenten noch ergänzen, die Bildung beginnt dabei aus meiner Sicht nicht in der Kita, sondern ab der Geburt. Zum Bildungsauftrag früher Bildungseinrichtungen in Deutschland, dieses Thema, auch das Tagungsthema, bereichsspezifische Förderung ist eines, was durchaus auch immer wieder Spannungen erzeugt, auch Spannungen in der Praxis und im Feld erzeugt und es liegt letztlich an der Frage des Bildungsverständnisses, welches sich auch historisch erklären lässt. Das System der Kindertagesbetreuung ist in Deutschland eingebettet in die Kinder- und Jugendhilfe und hat entsprechend eine sozialpädagogische Tradition. Ich glaube, mittlerweile ist Deutschland das einzige Land in Deutschland, wo der komplette frühe Bildungsbereich vor der Einschulung in der Kinder- und Jugendhilfe im sozialpädagogischen Bereich verortet ist. Die Aufgaben, der Auftrag wird beschrieben aus der Trias Betreuung, Erziehung, Bildung mit immer wieder unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Das System durch die Einbettung in die Kinder- und Jugendhilfe ist hierdurch sehr dezentral gesteuert. Wir sehen eine hohe Trägervielfalt, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, den Vorrang von freien Trägern gegenüber öffentlichen Trägern und hiermit einhergehend eine sehr große
Eigenverantwortung von Trägern, Einrichtungen, aber auch Fachkräften im Sinne der Ausgestaltung des Bildungsauftrages. Dieser ist zwar festgeschrieben und definiert in den Rahmen- und Orientierungsplänen der einzelnen Bundesländer, aber eben mit einem großen Spielraum für Ausgestaltung. Das heißt, wir sehen hier eben eine große Varianz auch an Ausgestaltungen in der Praxis und sobald man über die Möglichkeit der Stärkung des Bildungsauftrags auch im Bereich der schulischen Vorläuferkompetenzen, frühen akademischen Fähigkeiten spricht, ist oft eine Angst da, dass diese stärkere Fokussierung von Bildung eben auch eine Verschulung mit sich bringen könnte. Wenn man dieses theoretisch einordnen möchte, das Verständnis von Bildung in der frühen Bildung, gegebenenfalls auch im Vergleich zur schulischen Bildung, dann habe ich hier das Konzept von Siraj Blatchford und anderen, die letztlich Bildungskonzepte hier einordnen nach der Rolle der pädagogischen Fachkraft und der Rolle des Kindes. Das heißt, hier wird zunächst einmal die Frage gestellt, von wem geht die Strukturierung, die Initiierung der pädagogischen Handlung aus? Nun können wir einerseits uns hier den kindzentrierten Ansatz anschauen, also klassische frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen in Deutschland. Hier geht die pädagogische Handlung ganz klar aus von den Interessen des Kindes und die Strukturierung erfolgt letztlich auch entlang der kindlichen Interessen. Das geht einher mit einer starken Fokussierung des ungelenkten Freispiels, während traditionell in der Schule wir eine sehr viel stärkere Lenkung, Initiierung durch die Fachkraft, die Lehrkraft, durch Materialien sehen. Wir wissen aus Studien, aus der Forschung, dass letztlich eine größere Wirkung auf kindliche Entwicklung dann zu erwarten ist, wenn eine Balance da ist, also dass kindorientierte Aktivitäten auch ergänzt werden durch fachkraftorientierte Aktivitäten und wenn sich hier der sogenannte programmatische Ansatz und kindzentrierte Ansatz aufeinander zu bewegen, ist man beim sogenannten Open Framework Approach, welcher letztlich besagt, dass Kind und Fachkraft gemeinsam eben hier gleichermaßen die pädagogische Handlung steuern. Fragt man jetzt, wie sind qualitativ hochwertige Interaktionen im frühen Bildungskontext gestaltet, was sind die Charakteristika, so kann man hier zurückgreifen auf Konzepte von Pianta zum Beispiel oder das Konzept des Intentional Teaching von Epstein und man sieht hier eben immer wieder drei große Dimensionen, die hervorgehoben werden, zum einen die Gruppenorganisation, die Führung der Gruppe, die emotionale Unterstützung und die Frage der kognitiven Aktivierung, der kognitiven Unterstützung. Diese Dimensionen werden gleichermaßen für den schulischen Kontext vorgeschlagen. Die Frage ist hier eher, wie sind die Interaktionen eingebettet? Das heißt, in der frühen Bildung sind sie stärker eingebettet in das kindliche Spiel, in Alltagsaktivitäten wie Essenssituationen, Wickelsituationen, Spielsituationen. Im schulischen Kontext sind sie oftmals stärker vorstrukturiert. Mit Blick auf die kognitive Aktivierung hat das Konzept des Sustained Shared Thinking eine besondere Bedeutung eingenommen. Übersetzt ist es nicht wirklich schöner, gemeinsame geteilte Denkprozesse. Siraj schreibt hier, es ist immer dann zu beobachten, wenn zwei oder mehr Individuen gemeinsam eben an einem Konzept arbeiten, es weiterentwickeln, es bewerten. Wichtig ist, dass eben beide oder alle hier beitragen zur Weiterentwicklung und dass es eben das Weltverständnis entsprechend erweitert.
Das heißt, es kann ein verbaler Prozess sein, es muss aber kein verbaler Prozess sein, sondern es geht darum, hier zur Erweiterung des Denkens beizutragen. Dementsprechend muss die Fachkraft vor allen Dingen sensitiv sein gegenüber den Bedürfnissen des Kindes beziehungsweise der Entwicklung des Kindes und kann sich auch im Hintergrund halten, Fragen stellen etc. Siraj und Kingston haben hier weiter auch unterschiedliche Techniken letztlich beschrieben in pädagogischen Situationen, die Fachkräfte nutzen können, um eben diese gemeinsamen geteilten Denkprozesse entsprechend zu unterstützen, informieren, erklären, das Aufgreifen von Fragen, Kinder ermutigen, Fragen zu stellen, über Gefühle sprechen, Meinungen sprechen, Projekte, Pretend Play, auch das Einsetzen von Humor und Feedback-Strategien gehören letztlich auch dazu. Mit Blick auf die Interaktionsprozesse unterscheiden wir globale und domänenspezifische Prozesse. Globale Prozesse sind bereichsübergreifende, wie zum Beispiel die Frage der emotionalen Qualität in einer pädagogischen Situation. Domänenspezifische Prozesse beziehen sich eben darauf, auch spezifisch einzelne Domänen zu fördern, wie zum Beispiel die mathematische Bildung, die sprachliche Entwicklung, die musische, die motorische Entwicklung etc. Fragt man jetzt, welche Wirkung qualitativ hochwertige Bildung hat, in der Prozesse beobachtet werden, die genau solchen Charakteristika entsprechen, dann sehen wir einen sehr umfangreichen internationalen Forschungsstand, mittlerweile auch einen bedeutsamen Forschungsstand in Deutschland, die sich mit den längsschnittlichen Auswirkungen von pädagogischer Prozessqualität beschäftigt haben. Und diese Studien zeigen relativ eingängig, dass nicht so sehr die Frage ist, wann ein Kind in eine Kita kommt, wie umfangreich es betreut wird, sondern dass die Frage der Höhe der pädagogischen Prozessqualität letztlich ausschlaggebend dafür ist, ob sich positive Wirkungen zeigen und wie lange diese Wirkungen anhalten. Im Kontext des BICS-Projektes in Bamberg, in dem eben eine Gruppe von 500 Kindern entsprechend begleitet wurde, gut 500 Kindern konnten sich hier zum Beispiel positive Effekte im mathematischen Bereich, bei den Rechenfertigkeiten zeigen, im sprachlichen Bereich und wir konnten ganz aktuell zeigen in einer Studie im Kontext der Covid-Pandemie, dass eine hohe Prozessqualität dafür sorgen konnte, dass der Covid-Stress, den Kinder empfunden haben und der auch Effekte hatte auf die Schulbewältigung und die Schulbewältigung in den ersten beiden Lebensjahren, dass diese Effekte abgemildert werden konnten, wenn die Kinder zuvor in einer Kita betreut worden waren, die eine hohe Prozessqualität hatte. Im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung konnten wir zum Beispiel zeigen, dass natürlich die Fokussierung auf Qualität und die Höhe der pädagogischen Qualität eine sehr wichtige ist, dass aber auch berücksichtigt werden muss, wie häufig Aktivitäten stattfinden. Gerade im Bereich der bereichsspezifischen Förderung, in der naturwissenschaftlichen Förderung zum Beispiel oder im mathematischen Bereich, da sehen wir, dass es sich zum Teil um sehr seltene Ereignisse tatsächlich handelt, dass Kinder hier tatsächlich einmal Lernangebote bekommen und dementsprechend ist hier auch wichtig, die Kombination aus Quantität und Qualität zu berücksichtigen. Das heißt, hier können wir eben auch herausstellen, dass positive Effekte dann zu erwarten sind, wenn eine hinreichende Quantität gegeben wird und wenn die Lernangebote dann eben auch eine hohe Interaktionsqualität aufweisen. Wir haben vor einigen Jahren einmal den Forschungsstand aus dem europäischen Raum im Rahmen einer Meta-Analyse
hierzu zusammengefasst. Bisherige Meta-Analysen fokussierten auf den US-amerikanischen Raum. Das ist eine Herausforderung, die Frage, ob aus dem US-amerikanischen Kontext generierte Ergebnisse ohne weiteres auf den europäischen Raum übertragbar sind, weil das frühe Bildungsbetreuungssystem ein ganz anderes ist. Und die bisherigen Meta-Analysen fokussierten auch auf Interventionsstudien, und Interventionsstudien sind anders als der reguläre Kita-Alltag. Deshalb haben wir uns der Frage gewidmet, wie hoch aggregiert Qualitätseffekte sind im Bereich der kognitiven Entwicklung, wenn man sich auf den europäischen Raum konzentriert, auf europäische Längsschnittstudien und auf die reguläre Kindertagesbetreuung bzw. die reguläre Early Childhood Education und Care in diesem Fall. Wir haben hier einerseits uns angeschaut den Effekt der Prozessqualität auf die kindliche Entwicklung, haben hier unterschieden zwischen globaler Qualität und bereichsspezifischer Qualität und haben gleichzeitig auch uns angeschaut, welchen Effekt die Strukturqualität hier letztlich hat, also Fachkraft-Kind-Schlüssel, Materialien bzw. Fachkraft-Qualifikation. Und wir konnten hier Daten auswerten, die aus vielen Studien beruhen, die insgesamt Daten von mehr als 40.000 Kindern und mehr als 4.400 Einrichtungen bzw. Gruppen zusammengetragen haben, halten dementsprechend hier unsere Effektabschätzungen für relativ stabil. Und was wir hier sehen, ist für die kognitiven Outcomes Effekte, die im Effektgrößenbereich im kleinen Bereich liegen, im Bereich von 0,11, 0,10, wenn man es in einen Differenzwert umrechnet, dann sind die Effekte etwas größer, aber wir sehen eben bedeutsame Effekte für die globale Qualität und auch für die bereichsspezifische Qualität. Wir sehen keinen direkten Effekt der Strukturqualität. Wir haben in Moderatoranalysen hier jetzt weiter analysiert, inwieweit wir hier Unterschiede sehen im Bereich Literacy und Mathematik. Grün dargestellt ist der Bereich Literacy und orange dargestellt ist der Bereich Mathematik. Und wir sehen hier, dass die globale Prozessqualität insbesondere für den Bereich Literacy relevant war, während wir im Bereich der frühen akademischen Förderung stärkere Effekte für die Mathematik sehen und hier auch im Bereich der mathematischen Förderung einen Struktureffekt für Materialien bekommen. Weitere Moderatoranalysen zeigten, dass sogenannte interaktionsfokussierte Instrumente größere Effekte erzielten als Instrumente, die zusätzlich einen starken Fokus auf Material und Umgebung setzen. Was heißt das? Qualitätsmaße unterscheiden sich dahingehend, wie stark sie tatsächlich auch die Interaktion zwischen Fachkraft und Kindern fokussieren oder wie stark sie letztlich die Strukturen und die Umgebung berücksichtigen. Man kann auch sagen, man unterscheidet zwischen Klaas- und Eckers-ähnlichen Skalen. Und da haben wir eben hier einen Beleg gesehen, dass letztlich die Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern hier eben den stärkeren Effekt auch produzieren. Und bei den Fachkraftqualifikationen sehen wir hier auch in den Moderatoranalysen, dass das einzige Strukturmerkmal war, was hier dann in den Moderatoranalysen sich als relevant erwiesen hat. Ich möchte im Weiteren beleuchten, wie sich eine hohe Interaktionsqualität herstellen lässt und nutze hierfür eine Erweiterung des Strukturprozessmodells für pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen, in der wir annehmen, dass die Strukturqualität
einen Einfluss nimmt oder auch eine Voraussetzung letztlich ist für eine hohe Interaktionsqualität, dass gleichermaßen die professionellen Kompetenzen einen Einfluss nehmen auf die Interaktionsprozesse. Diese sind eingebettet, die einzelnen Fachkräfte in ein Team, in Teamprozesse und Teamklima, und letztlich haben hier auch Organisations- und Implementationsqualität einen Einfluss auf die Interaktionsprozesse, die man hier unterscheidet, einerseits Interaktionsprozesse mit Kindern, andererseits Interaktionsprozesse mit Eltern. Bei der Strukturqualität und den strukturellen Rahmenbedingungen wird einerseits der Personalschlüssel als, sage ich mal, zum Teil als Hauptqualitätsmerkmal diskutiert, Personalschlüssel als Grundvoraussetzung für individualisierte Prozesse, für individualisierte Interaktionen. Es geht aber auch um Materialien, die Frage von Raumgestaltung, die Zusammensetzung von Kinder und Familien, zum Beispiel die Alterskomposition, zum Beispiel die Frage des Anteils der Familien mit Migrationshintergrund und auch die Frage des Anteils mittelbarer pädagogischer Arbeitszeit. Wie viel Zeit haben frühpädagogische Fachkräfte, um ihre Bildungsangebote vor- und nachzubereiten? In vielen Fällen ist dafür keine Arbeitszeit vorgesehen. Das heißt, es ist eine Erwartungshaltung da, dass frühpädagogische Fachkräfte das in der Mittagspause erledigen, wenn die Kinder schlafen, oder dass gegebenenfalls gar keine Vorbereitung dafür notwendig ist. Und das ist natürlich auch ein Aspekt von Professionalisierung, der diskutiert werden muss. Was wichtig ist, wir sehen in Studien immer wieder, dass sich eine höhere Strukturqualität nicht automatisch in eine verbesserte Interaktionsqualität übersetzt. Mit Blick auf den Personalschlüssel haben wir selbst aktuell eine Meta-Analyse fast abgeschlossen, die Publikation in Vorbereitung, und hier sehen wir sehr deutlich, dass eben der Personalschlüssel nicht automatisch zu einer höheren Interaktionsqualität führt, sondern gekoppelt mit anderen Aspekten, zum Beispiel höheren Kompetenzen der Fachkräfte oder das bessere Bedingungen einer größeren, also einer kleineren Kindergruppe auch tatsächlich nutzbar gemacht werden. Schaut man jetzt auf die professionellen Kompetenzen von frühpädagogischen Fachkräften, dann nehmen wir hier an, dass die frühpädagogische Fachkraft letztlich sehr zentral ist für die Gestaltung einer hohen Interaktionsqualität. Sie gestaltet die Interaktionen, sie gestaltet aber gegebenenfalls auch Räume, sie wählt Materialien aus, etc. Fröhlich Gilthoff und andere haben schon vor einer Weile hier ein Kompetenzmodell vorgeschlagen für frühpädagogische Fachkräfte, welches sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis sehr akzeptiert ist. Es greift hier einerseits auf, dass Kompetenzen, Wissen zum Beispiel, Erfahrungswissen, wissenschaftlich-theoretisches Wissen und Motivation Einfluss nehmen auf die Situationswahrnehmung und Situationsanalyse von Fachkräften, inwieweit sie zum Beispiel das Bildungspotenzial von Alltagssituationen auch tatsächlich wahrnehmen und dann in ihrer Handlungsplanung, Handlungsbereitschaft berücksichtigen, welches im Handeln in der Situation mündet, und dann durch die Evaluation der pädagogischen Handlung im Idealfall zur immer wieder Weiterentwicklung auch der Handlungsvoraussetzungen führt. Selbstreflexion ist hier eine Grundvoraussetzung, damit dieser Prozess letztlich auch so funktioniert wie angenommen. Eine besondere Rolle in diesem Feld spielt die professionelle Haltung von Fachkräften, die hier als unterliegend für jegliches pädagogisches Handeln angenommen wird und in anderen Kontexten diskutiert wird, im Kontext der Überzeugungen und Orientierungen von Fachkräften.
Es sind sich letztlich alle einig, dass Fachkräfte ein breites Spektrum an professionellen Kompetenzen benötigen. In ihrer Struktur sind diese auch vergleichbar zu dem, was für Lehrkräfte vorgeschlagen wird. Fachwissen, fachdidaktisches Wissen, allgemein pädagogisches Wissen. Allerdings ist die Ausgestaltung der Wissenskomponenten natürlich anders als für den schulischen Bereich, angepasst an das Alter, aber auch angepasst an die Art der pädagogischen Handlung, die eben stark eingebettet in das kindliche Spiel erfolgt. Neben dem Professionswissen gelten Überzeugungen und motivationale Voraussetzungen auch als wichtige Handlungsvoraussetzungen. Teamentwicklung, Fort- und Weiterbildung gelten letztlich als zentrale Voraussetzungen, um auch diese professionellen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Auf Ebene der Organisations- und Implementationsqualität greifen wir hier das Thema Leadership und Führung auf, auch als wichtige Voraussetzung, damit so etwas wie Teamentwicklung stattfinden kann, als Voraussetzung dafür, dass ein pädagogisches Konzept entsprechend auch implementiert werden kann. Das heißt, ein Leadership-Verständnis, welches sich als förderlich für die Qualitätsentwicklung erwiesen hat, basiert auf Aspekten von transformationaler Führung, Distributed Leadership, wo es nicht nur um die Frage der Kita-Leitung geht, sondern auch, dass einzelne Fachkräfte zum Beispiel auch Leadership übernehmen für einzelne Bildungsbereiche, wie zum Beispiel gesehen im Bundesprogramm Sprachkitas, was vermutlich einigen bekannt ist, wo man eben Sprachexpertinnen hatte, die hier dann eben auch die Verantwortung, Leadership-Verantwortung für die Teamentwicklung im Bereich sprachlicher Bildung nehmen. Das Teamklima sehen wir auch in unterschiedlichen Arbeiten als einflussnehmend auf die Einrichtungsentwicklung, aktuell auch insbesondere als Einflussfaktor für emotionale Erschöpfung von frühpädagogischen Fachkräften, welche sich im negativen Fall wiederum auswirkt auf Empathiefähigkeit und dementsprechend auch angenommen werden kann, dass diese sich dann auf die Interaktionsprozesse auswirken. Die Implementationsqualität bezieht sich insbesondere auf die Qualität der Implementation des pädagogischen Konzepts. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Bevor wir eingestiegen sind, glaube ich, in die große Diskussion um pädagogische Qualität in der frühen Bildung, hatten, denke ich, die pädagogischen Konzepte zum Beispiel als Auswahlkriterium für Eltern eine noch viel größere Rolle. Eltern haben Montessori-Einrichtungen gewählt. Zum Beispiel in der Erwartungshaltung, dass Montessori einhergeht mit einer Qualität, die verbunden ist mit den eigenen pädagogischen Vorstellungen. Was wir aber sehen, auch in der internationalen Forschung, in den USA gibt es zum Beispiel sehr viel Forschung zu Fragen der Auswirkungen der Montessori-Pädagogik auf kindliche Entwicklung, ist, dass es immer darauf ankommt, wie gut ein pädagogisches Konzept implementiert ist. Also dass eben häufig was beobachtet werden kann. In vielen Kitas steht Montessori dran und hat relativ wenig mit dem zu tun, was Maria Montessori wahrscheinlich sich dabei gedacht hatte. Dementsprechend sehen wir hier eben diesen ganzen Aspekt der Einrichtungsqualität als Grundvoraussetzung für die Güte der Implementation. Schaut man sich den Forschungsstand zur Höhe der Interaktionsqualität an, da fallen besondere Herausforderungen auf, auch vor dem Hintergrund von Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Zunächst einmal müssen wir konstatieren, das ist eben schon angesprochen worden, Lernanlässe, insbesondere im Rahmen der bereichsspezifischen Förderung, werden letztlich selten geschaffen und werden häufig auch nur für spezifische Gruppen von Kindern geschaffen. Wir haben wenig groß angelegte Studien, aber diejenigen Studien,
die in die bereichsspezifische Qualität hineinschauen, bestätigen letztlich, dass hier die pädagogische Qualität gering ist, beziehungsweise Lernanlässe auch selten angeboten werden. Wir sehen zusätzlich, dass je höher der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, desto schlechter ist die Qualität. Das heißt, dass diejenigen Kinder, die letztlich eine höhere Qualität benötigen würden, damit frühe Bildung kompensatorisch wirken kann, eine geringere Qualität erhalten. Wir sehen auch, dass, obwohl wir ein Einwanderungsland sind, Multikulturalität und Mehrsprachigkeit nur selten im Kita-Alltag aufgegriffen werden. Ich glaube, die Kollegin Wirz hat einmal hochgerechnet, dass etwa alle 2 Wochen ein Kind mal in einer anderen Sprache als Deutsch begrüßt wird in einer Kita. Wir haben uns selbst in Beobachtungsstudien angeschaut, inwieweit auch andere Religionen aufgegriffen werden, zum Beispiel in der Raumgestaltung, und es findet sehr, sehr selten statt. Und wir sehen auch, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener Zugang bekommen zu sogenannten neuen Bildungsbereichen. Was heißt das? Das sind Ergebnisse aus der Studie Easy Science, auf die Elisa Oppermann auch in dem einen Workshop noch genauer eingehen wird. Wir haben hier gefragt, im Kontext von Einrichtungen, die naturwissenschaftliche Bildung als Schwerpunkt bezeichnen, wie häufig Navi-Lerngelegenheiten sind, also wie häufig naturwissenschaftliche Lernangebote gemacht werden. Und wir sehen hier, die häufigste Kategorie ist weniger als 1 bis 3 Mal im Monat. 25% geben hier 1 bis 3 Mal im Monat an. Es gibt auch Fachkräfte, die nie angeben. Das heißt, solche Lerngelegenheiten sind sehr selten. Und Ähnliches sehen wir letztlich auch in der digitalen Bildung. Das sind Ergebnisse aus einer Studie, wo wir uns beschäftigt haben mit digitaler Bildung, die Studie DigiPad. Wir haben in einer Tagebuchstudie uns beschäftigt mit digitalen Aktivitäten im Kita-Alltag und haben uns angeschaut, in welchem Zusammenhang jetzt Strukturmerkmale mit der Häufigkeit von digitalen Lernangeboten stehen im Kita-Alltag. Und was hier heraussticht, ist, der stärkste Prädiktor ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund. Das heißt, je höher der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, desto seltener bekommen die Kinder digitale Lernangebote gemacht. Und die Kollegin Ute Schmidt beschreibt es auch als Digital Divide. Das heißt, wir sehen hier in unterschiedlichen Bildungsbereichen nicht nur, dass die Qualität generell Weiterentwicklungspotenzial hat, sondern dass die Kinder, von denen wir denken, dass sie besonders großzügigen Zugang haben sollten, diesen seltener bekommen. In der Studie in DigiPad konnten wir auch in der benannten Tagebuchstudie ein anderes Phänomen zeigen, welches sich in ähnlicher Form vermutlich auch für andere Bildungsbereiche zeigt. Wir haben in dieser Tagebuchstudie genau gefragt, wann eigentlich Bildungsaktivitäten gemacht werden und in welcher Form diese gemacht werden. Der erste Zeitpunkt ist hier die Zeit bis zum Frühstück, Zeitpunkt 2 ist das Frühstück, Zeitpunkt 3 nach dem Frühstück, dann kommt das nach dem Frühstück vor dem Mittagessen, Zeitpunkt 4 ist das Mittagessen und dann kommen eben die Zeit 6 ist dann die Abholzeit. Was nicht überrascht ist, dass während des Essens nicht viele spezifische Bildungsangebote gemacht werden, und wir sehen hier eben einfach den Peak in der Zeit von Frühstück bis Mittagessen. Und wir sehen, dass häufig nach dem Mittagessen in den Einrichtungen wenig Bildungsangebote gemacht werden. Obgleich die meisten Einrichtungen mittlerweile Ganztagseinrichtungen sind, die bis um 17 Uhr aufhaben, wird die Bildung oft
hier entsprechend lokalisiert in die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen. Und wer sich einmal Kita-Praxis angeschaut hat, weiß, dass zwischen Frühstück und Mittagessen ein Zeitspann ist von etwa 1,5 bis 2 Stunden, weil ab ungefähr 11, 11.30 die Vorbereitung fürs Mittagessen auch schon wieder losgeht. Und nun kann man natürlich darüber diskutieren. Ich weiß auch, dass es da sicherlich auch, dass das auch Reaktanz auslöst, kann man sicherlich darüber diskutieren, dass das Freispiel auch ein Bildungsangebot ist. Aber dadurch, und das sieht man hier auch, hier haben wir eben gefragt nach gezielten Bildungsangeboten und offenen Aktivitäten, dadurch, dass die gezielten Bildungsangebote eben in diese Zeit zwischen Frühstück und Mittag hereingequetscht werden, entsteht natürlich auch die Konkurrenzsituation, dass dann eben diskutiert wird, wenn jetzt noch mehr digitale Bildung gemacht wird, dann gehen andere Bildungsbereiche verloren. Wenn Mathematik gemacht wird, dann können wir ja keine Bewegung mehr machen und Ähnliches. Und das ist, denke ich, eine Riesenproblematik, dass hier eben die Zeit letztlich nicht wirklich ausgenutzt wird in vielen Fällen, weil vermutlich gerade in Westdeutschland viele Kindertageseinrichtungen noch funktionieren wie Halbtagseinrichtungen, die jetzt länger geöffnet haben. Ein weiterer Aspekt, der sich als Herausforderung stellt, sind die Qualifikationen der frühpädagogischen Fachkräfte. Pickt man hier einmal den Aspekt des Professionswissens heraus, dann sehen wir hier in Deutschland auch eine Reihe von Studien, die sich mit dem Professionswissen beschäftigt haben. Ich habe gesehen, im Programm ist auch ein Beitrag zum Professionswissen im Bereich Bewegung, finde ich sehr spannend. Die meisten Studien haben sich hier mit der Mathematik beschäftigt, aber auch in anderen Domänen, zum Beispiel Naturwissenschaften. Simone Dunekacke und Julia Barentin haben hier einen Überblicksartikel vorgelegt, die letztlich belegt, dass die unterschiedlichen Studien hier immer sehr heterogene Ergebnisse zeigen, aber eben oftmals auch sehr geringe Level an domänenspezifischem Fachwissen und fachdidaktischem Wissen bei frühpädagogischen Fachkräften. Das ist keine Schuldzuweisung, denn letztlich ist ja auch die Ausbildung nicht wirklich darauf ausgelegt. Es verdeutlicht nur den hohen Fort- und Weiterbildungsbedarf und den hohen fachlichen Unterstützungsbedarf, wenn die Interaktionsqualität im Bereich der domänenspezifischen Förderung auch nachhaltig gesteigert werden soll. Und die letzte Herausforderung, die ich hier einmal herausgreifen möchte, ist diese Frage, wie kindorientiert ist denn die Frühpädagogik tatsächlich? Denn die Spannung, die häufig entsteht, wenn es um Diskussion der Bildungsqualität in frühpädagogischen Einrichtungen geht, dann wird häufig um die Kindorientierung gerungen. Und die Frage, ob denn die Kindorientierung im Rahmen der domänenspezifischen Förderung auch tatsächlich noch möglich ist. Und wir sehen auch im frühpädagogischen Feld, national als auch international, grundsätzlich sehr, sehr hohe Zustimmungen bei frühpädagogischen Fachkräften zu kindorientierten und co-konstruktiven Lehr-Lern-Überzeugungen. Gleichzeitig stellt die kindorientierte Pädagogik an die frühpädagogischen Fachkräfte viel höhere Anforderungen als fachkraftzentrierte instruktionale Pädagogik oder programmatische Pädagogik. Das konnte auch in qualitativen Untersuchungen in den USA sehr deutlich gezeigt werden, dass die Fachkräfte das eben auch als eine sehr große Anforderung empfinden, die Erwartungshaltung zum Beispiel aus einer Anziehsituation eine Bildungssituation zu machen und spontan auf die Bedarfe zu reagieren. Schaut man auch in die Studien kleiner, es sind eher kleiner orientierte
Beobachtungsstudien in Deutschland, die sich zum Beispiel mit dem Morgenkreis beschäftigt haben und wie der Morgenkreis eben auch gestaltet wird oder auch in den USA, dann sieht man, dass die Praxis, das, was beobachtet wird, häufig sehr instruktional ist, vermutlich auch aus der Überforderungssituation heraus. Gut, als nächstes Thema mit Blick auf die Frage, wie Lernanlässe schaffen und Entwicklung begleiten, möchte ich das Thema aufgreifen, der Entwicklungsprozesse mit Familien begleiten. Die Interaktionsprozesse mit Eltern sind hier ein wichtiger Qualitätsaspekt aus unterschiedlichen Gründen. Man sieht in Längsschnittstudien, dass die familiale Anregungsqualität, der familiale Hintergrund, je jünger die Kinder sind, einen deutlich größeren Effekt hat auf die kindliche Entwicklung als alles, was in den Einrichtungen passiert. Man sieht auch, dass die Interventionen aus den USA zum Beispiel, die sehr berühmt geworden sind, weil sie eben langanhaltende Effekte hatten bis ins Erwachsenenalter hinein, dass das häufig Programme waren, die nicht nur mit den Kindern gearbeitet haben, sondern auch sehr intensiv die Eltern begleitet haben und sie mit ins Boot geholt haben. Wenn man jetzt sich fragt, was ist Zusammenarbeit mit Familien, dann sollte man hier unterscheiden konzeptuell einmal zwischen dem Konzept der Zusammenarbeit mit Familien, welches letztlich ja umfasst einen kontinuierlichen Prozess, der alle Formen von Kooperation umfasst, die zwischen Kita und Familien vorkommen können. Das fängt an bei den Tür- und Angelgesprächen, geht weiter bei Elternabenden, Entwicklungsgesprächen, aber auch Elternbildungsangeboten. Es besteht hier vor allen Dingen eben auch ein professioneller Anspruch für die Fachkräfte. Partnerschaft wird häufig als Idealform der Zusammenarbeit mit Familien beschrieben, welches eben darüber hinaus eben ein offenes, respektvertrauensvolles Verhältnis beschreibt, bei dem die Verantwortung tatsächlich auch paritätisch geteilt wird. Kritik an diesem Konzept wird auch darin offenbart, dass hier ein sehr positives Bild gezeichnet wird von der Partnerschaft zwischen Familien- und Kindertageseinrichtungen und häufig diese Partnerschaft aber auch durch Konflikte und Anspannungen gekennzeichnet ist. Zusammenarbeit mit Familien wird als Forschungsbereich häufig in der Forschung, aber auch in der Praxis vernachlässigt. Die meisten frühpädagogischen Fachkräfte sind Erzieherin geworden, weil sie gerne mit Kindern arbeiten und nicht unbedingt, weil sie sich als Familienbegleiter, Begleiterinnen auffassen. Die meisten Kindertageseinrichtungen bieten hier ein Standardrepertoire an, Elternabendtür- und Angelgespräche, Entwicklungsgespräch. Schaut man in die Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund, so wird diese oftmals als besonders herausfordernd beschrieben. Und aktuell konnten wir auch zeigen, dass dann, wenn die Beziehung mit den Familien als belastend wahrgenommen wird, dass dieses ein Haupttrigger ist für emotionale Erschöpfung und Burnout von frühpädagogischen Fachkräften. Auf der anderen Seite sehen wir hier eben hohes Potenzial. Wir sehen, dass sprachbezogene Zusammenarbeit in Familien tatsächlich assoziiert ist mit einer besseren Interaktionsqualität von Eltern und Kindern in dialogischen Vorlesesituationen. Wir sehen auch, dass Tipps und Anregungen, die Eltern erhalten, assoziiert sind und prädiktiv sind für die Wortschatzentwicklung von Kindern, sodass hier ein ganz großes Potenzial auch liegt an der Schaffung von Lernanlässen. Die Partnerschaft, wenn man sie als Idealform der Zusammenarbeit beschreibt, wird ganz klar deutlich, dass Vertrauen letztlich ein Kernelement einer solchen Partnerschaft ist. Und
Das Vertrauen, welches Eltern in Kindertageseinrichtungen und in ihre Erzieherinnen haben, ist in der Regel recht hoch. Das kann natürlich auch soziale Erwünschtheit sein, denn niemand gibt sein Kind in einer Kita in Betreuung und gibt gleichzeitig zu, dass er den Fachkräften und der Einrichtung nicht vertraut, dass sie gut mit den Kindern umgehen. Dementsprechend sind diese Ergebnisse natürlich auch vermutlich etwas künstlich erhöht. Man sieht aber selbst in dieser geringen Varianz, dass es halt Familien gibt, die ein geringeres Vertrauen haben. Eltern mit einer anderen Familiensprache als Deutsch, Eltern mit einem niedrigeren Bildungsniveau, Eltern mit verhaltensauffälligen Kindern. Vertrauen oder fehlendes Vertrauen ist nach eigenen Arbeiten zum Beispiel auch ein Hauptgrund, warum Familien ihre Kinder erst spät in die Einrichtung oder in die frühe Bildung hineingeben. Partnerschaft sollte zentrales Ziel von Zusammenarbeit sein. Dementsprechend ist eine erste Frage, wie kann Vertrauen etabliert werden in dieser Partnerschaft? Wir haben uns das in einer eigenen Studie angeschaut, wo wir uns angeschaut haben, in welchem Zusammenhang die Qualität von Kommunikation und Vertrauen von Eltern miteinander steht. Das sind hauptsächlich Ergebnisse, die im Kontext der Dissertation von Theresia Hummel entstanden sind, auf Basis von Daten der Evaluation des Bundesprogramms Sprachkitas. Um das Vertrauen von Eltern in die Kita ihres Kindes zu erfassen, haben wir hier versucht, etwas subtiler vorzugehen, ein sogenanntes semantisches Differential genutzt. Sie sehen hier ein Beispiel-Item, wenn ich in der Kita meines Kindes Persönliches anspreche, bin ich mir sicher, dass mit Unbeteiligten darüber gesprochen wird, kann ich mich auf die Verschwiegenheit der Fachkräfte verlassen. Das ist etwas weniger anfällig für soziale Erwünschtheit, ein solches Maß, als andere Formen der Erfassung. Auch hier sehen wir aber bei den Eltern insgesamt ein hohes Maß an Vertrauen. Qualität der Fachkraft-Eltern-Kommunikation haben wir mit unterschiedlichen Methoden erfasst. Zum einen haben wir in der Familienbefragung selbst die Eltern gefragt, wie zufrieden sie mit der Kommunikation sind und wie sie die Qualität der Kommunikation einschätzen. Gleichzeitig haben wir auch Situationen beobachtet, in denen die Eltern ihr Kind am Morgen in die Kita gebracht haben, also eine ganz typische Tür- und Angelsituation, die Bringsituation am Morgen, und haben hier mit einem Beobachtungsinstrument eben die Gesprächs- und Interaktionsbereitschaft der Fachkräfte, die Kommunikationsstrategien, die Frage, wie die Verabschiedung abläuft, beobachtet. Und auf Basis dieser unterschiedlichen Methoden haben wir die Kommunikationsqualität uns angeschaut und haben jetzt analysiert, welche Aspekte hier prädiktiv sind für das Vertrauen von Eltern. Hier grün unterlegt, das sind Aspekte auf Seiten des Kindes und der Familie. SDQ ist ein Maß für emotionale Entwicklung. Hier die emotionalen Verhaltensauffälligkeiten. Wir sehen, dass Eltern von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ein geringeres Vertrauen haben. Das bestätigt Ergebnisse aus anderen Studien. Wir sehen, dass Eltern von Jungen tendenziell weniger Vertrauen haben. Das bestätigt auch Ergebnisse aus anderen Studien. Wir sehen hier den Effekt der Familiensprache. Wir sehen keinen Effekt vom Bildungsabschluss hier in dieser Untersuchung. Schauen wir jetzt in die Frage, welche Relevanz hat letztlich die Qualität der Kommunikation mit dem Vertrauen, dann sehen wir hier einen sehr starken Effekt auf Basis der Befragungsinstrumente. Das heißt, Eltern, die angegeben haben, dass sie mit der Kommunikation zufrieden sind, haben auch ein höheres Vertrauen angegeben. Wir sehen aber auch einen Effekt aus der beobachteten Situation heraus, also wo wir tatsächlich mit externen Beobachtern validiert haben, dass entsprechend eine hohe Kommunikationsqualität vorhanden ist. Das heißt,
Man sieht hier, konnte hier eben herausarbeiten, es ist aus meiner Sicht die erste Studie in Deutschland, die das so getan hat, dass eben gezeigt wird, dass die Qualität der Kommunikation ein entscheidender Faktor ist für Vertrauensbildung zwischen Fachkräften und Kindertageseinrichtungen. Und hier sind es auch Aspekte, die tatsächlich durch Fort- und Weiterbildung, durch entsprechende Trainings und so weiter sehr gut auch weiterentwickelt werden können. Nun komme ich zum letzten Thema, dem Thema Digitalisierung. Ist natürlich ein Thema, dem man einen ganzen Vortrag hätte widmen können. Von daher kann ich hier auch nur in Teilaspekte einsteigen, fand es aber sehr wichtig, weil ich denke, wenn wir eben über Förderung und Bildung, bereichsspezifische Bildung sprechen, geht es mittlerweile nicht mehr, ohne auch das Thema Digitalisierung mit zu berücksichtigen. Denn digitale Medien sind Teil der Lebenswelt von Kindern, Familien, von allen Menschen mittlerweile. Kinder haben schon in frühester Kindheit Zugang zu Medien, zu digitalen Medien, die Nutzungsquoten von Zweijährigen und die Dauer, die Zweijährige schon mit Medien verbringen, ist viel, viel höher als das, was man in Empfehlungen entsprechend lesen kann. Und hieraus hat die GMK eben auch abgeleitet, dass frühe Bildung letztlich Aufgabe hat, Kinder auch zu einer reflektierten, altersgemäßen Mediennutzung und einer produktiven, gestalterischen Auseinandersetzung mit digitalen Medien im Kontext der eigenen Lebenswelt anzuregen. Man kann hier unterschiedliche Dimensionen von digitaler Medienbildung unterscheiden. Einerseits die Nutzung und Nutzbarmachung von digitalen Medien als Tool zur Verbesserung der Interaktionsqualität in anderen Domänen oder eben auch die Frage der Förderung von Informatik-Grundkompetenzen. Ich gehe hier auf den oberen Aspekt ein. Welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt diverse Möglichkeiten, gerade im Kontext der sprachlichen Bildung, zum Beispiel E-Books, Vorlese-Apps, aber auch in der naturwissenschaftlichen Bildung, zum Beispiel Einsatz digitaler Medien, um Tiere zu bestimmen, Pflanze zu bestimmen, Videoaufnahmen zu machen, Insekten in Slow Motion aufzuzeichnen und Ähnliches. Man kann hier aber auch Eltern als Adressaten digitaler Medienbildung sehen, im Sinne von Elternbildung zu einem vernünftigen Umgang mit digitalen Medien und digitale Medien auch im Kontext von Teamentwicklung, Organisationsentwicklung betrachten. Im internationalen Bereich gibt es einige Studien, die sich insbesondere im Zusammenhang mit der sprachlichen Bildung, mit dem Potenzial der Nutzung digitaler Medien in der frühen Kindheit beschäftigt haben. E-Books, Vorlese-Apps zeigen hier positive Zusammenhänge mit der kindlichen Sprachentwicklung. Natürlich nicht alle E-Books und Vorlese-Apps, sondern vor allem dann, wenn auch die Fachkraft oder Elternteil entsprechend gemeinsam involviert sind in die Nutzung dieser App. Die eigenständige Nutzung kann, wenn die App qualitativ hochwertig ist, positive Wirkung haben für einzelne Kinder oder Kleingruppen. Es konnte aber auch herausgearbeitet werden, dass spezifische Elemente von Apps und digitalen Tools, die häufig genutzt werden, also die Hotspots, Spiele etc., dass diese eher ablenkend sind und dementsprechend auch nachteilige Wirkungen haben. Franziska Egert und andere haben hier eine Meta-Analyse vorgelegt und kommen auch hier zu dem Schluss, insbesondere der Notwendigkeit der gezielten Qualifizierung und auch Informierung über die entsprechend guten Tools. Wir haben uns hier in diesem Zusammenhang mit einem Aspekt letztlich der Überzeugungen und Orientierungen von Fachkräften beschäftigt. Denn immer wenn es um digitale Medienbildung geht, wissen wir, dass hier auch zum Teil noch sehr starke bewahrpädagogische Haltungen sind, dass es auch
ja, Gruppen von Eltern, Gruppen von Fachkräften gibt, die digitale Medien am liebsten komplett aus dem Kita-Kontext auch verbannen möchten und hier auch eine große Stimme haben. Und wir haben uns zunächst einmal hier dafür interessiert, welche Haltung eigentlich im frühpädagogischen Feld vorherrschend ist, und haben hier den nationalen Fachdiskurs analysiert anhand einer Analyse von Fachzeitschriften, die von Fachkräften gelesen werden, und haben hier angeschaut, welche Haltungen werden hier transportiert, was ist das für eine Argumentationsstruktur bei unterschiedlichen Haltungstypen, gibt es hier zeitliche Entwicklung oder bestimmte Gruppen von Disziplinen, die unterschiedliche Haltungen vertreten. Und die Ergebnisse, die ich hier präsentiere, die basieren auf der Inhaltsanalyse von 234 Zeitschriftenbeiträgen. Das sind die 8 auflagenstärksten Praxiszeitschriften für Fachkräfte bzw. für die Kita-Praxis. Der Erhebungszeitraum war Januar 2013 bis Mai 2019. Ist natürlich durchaus möglich, dass durch die Covid-Pandemie hier auch insgesamt ein Haltungswechsel stattgefunden hat. Wir konnten hier unterschiedliche Haltungstypen identifizieren. Größte Gruppe ist interessanterweise die befürwortende Haltung. Es ist eben nicht so, dass aus dem Praxisfachdiskurskontext heraus überwiegend eine Negativhaltung transportiert wird. Wir haben sowohl eine befürwortende Haltung identifiziert als auch eine sogar offensiv drängende Haltung und eine stark ablehnende Haltung. Diese machten hier aber nur 10% der Beiträge auf und eine abwiegend offene Haltung. Wenn man schaut, wie muss man sich das vorstellen, habe ich hier jetzt mitgebracht Beispiele, einmal aus dem Typ ablehnende Haltung, also die negativste Grundhaltung. Beiträge, die diesem Typ zugeordnet wurden, sprechen sich eben sehr klar negativ aus gegen den Einsatz von digitalen Medien in Kitas, jegliche Auseinandersetzung mit digitalen Medien. Wenn man sich die Zitate anschaut, für jede Stunde, die ein Kind vor dem Schuleintritt vor dem Bildschirm verbringt, nimmt das Risiko für körperliche, psychosoziale, kognitive Beeinträchtigungen zu, Übergewicht, Empathieverlust, Verzögerungen der Sprach- und Bewegungsentwicklung, Schlafmangel, schlechtere Schulleistungen, höhere Suchtanfälligkeit, Rauchen, Alkoholismus. Interessant ist, dass meines Wissens nach die Studien dafür gar nicht existieren, aber das sind eben die Haltungen, die entsprechend auch transportiert werden. Denken Sie an Kinderlose, die können damit ein virtuelles Kind die Einrichtungen besuchen lassen und auf diese Weise am Lebensthema Kindergartenbesuch teilhaben. Das ist gelebte Gleichberechtigung, wenn man beim virtuellen Elternabend die Dokumentation des eigenen zufriedenen, spielenden Avatars betrachten kann. Dieser Haltungstyp argumentiert eben in der Regel auch sehr zynisch. Interessant ist, wir haben hier analysiert, nach Autorenschaft, also ob quasi die Autorenschaft aus der Wissenschaft herauskommt oder aus der Praxis heraus oder von Anbietern von digitalen Tools. Dieser Haltungstyp wird am häufigsten von der Wissenschaft vertreten. Also das sind wir quasi, die genau diese Haltung in den Fachdiskurs hineinbringen. Die offensiv drängende Haltung ist jetzt einfach als Gegenpol, weil ich jetzt keine Zeit habe, in alle Haltungstypen hineinzugehen. Ist eben, Kinder haben ein Recht auf Medienbildung, keine Kita ohne Medienbildung etc. Und man sieht, dass dieser Haltungstyp leicht zunehmend repräsentiert ist über die Jahre. Weitere Ergebnisse, sehr stark aggregierte Ergebnisse zum Thema der Nutzung digitaler Medien in der frühen Bildung auf Basis von eigenen Studien. Wir sehen insgesamt geringe Strukturqualität, das heißt, es fehlt schlichtweg häufig die Infrastruktur, es fehlen Computer, Laptops, Tablets, aber auch WLAN. Wir sehen eine sehr eingeschränkte Nutzungshäufigkeit, hauptsächlich wird die Digitalkamera genutzt als häufigstes Instrument, dicht gefolgt
vom Tablet oder digitalem Spielzeug wie Tiptoy. Es wird genutzt insbesondere zur Förderung der sprachlichen und sozioemotionalen Entwicklung oder zur Entspannung. Das ist das Abspielen von Hörspielen letztlich. Wenn man das herausnehmen würde, dann wäre die Nutzung noch deutlich geringer. Wir sehen ähnlich wie auch im Bereich der mathematischen Bildung zum Beispiel oder der naturwissenschaftlichen Bildung keine grundsätzlich ablehnende Haltung von frühpädagogischen Fachkräften. Sie sind dem Ganzen durchaus sehr offen gegenüber, aber sie haben geringe Selbstwirksamkeitserwartungen, weil sie eben auch wenig qualifiziert sind für diesen Bereich. Das trifft insbesondere bei älteren Fachkräften zu. Und in den ersten Studien sieht man hier eben auch wieder die Bedeutsamkeit von Fortbildung, um gerade auch die Selbstwirksamkeit hier fördern zu können. Das habe ich eben gezeigt, geringere Nutzung in Abhängigkeit von der Zusammensetzung in den Einrichtungen nach Migrationshintergrund. Grundsätzlich besteht ja auch ein hohes Potenzial zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Eltern und Erhöhung des Outreach im Kontext der Zusammenarbeit mit Familien. So lassen sich durch Zoom als Webkonferenz oder andere Anbieter organisierte Elternabende, gegebenenfalls auch andere Elterngruppen erreichen, zusätzlich zum Beispiel als die man sonst erreicht, auch die Nutzbarmachung von Übersetzungstools und Ähnlichem. Wir sehen aber insgesamt geringe Nutzung trotz Covid, obgleich hier während der Pandemie sehr vieles entwickelt wurde. Und man sieht insgesamt ein sehr hohes Potenzial im Kontext der Elternbildung auch außerhalb der Kindertageseinrichtungen, zum Beispiel im Kontext von frühen Bildung. Wir haben selbst uns eine App mitentwickelt, die eben Eltern unterstützt in der Förderung der sprachlichen Entwicklung ihrer ganz jungen Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahre. Das heißt, die Eltern bekommen hier regelmäßig Push-Nachrichten, Beispiele, was sie eben an Aktivitäten mit ihren Kindern machen können, wie man auch mit einem Zweijährigen schon Bilderbuchbetrachtungen machen kann und Ähnliches. Und wir konnten hier in einem quasi experimentellen Design zeigen, dass sich das wirksam zeigt zur Förderung der Selbstwirksamkeit und der familialen Förderaktivitäten. Und ich habe gesehen, im Programm ist ja auch ein Beitrag mindestens zur familialen Anregungsqualität. Zum Fazit und zur Diskussion. Die Relevanz der hohen pädagogischen Interaktionsqualität für kindliche Entwicklung, spätere schulische Entwicklung ist nachhaltig belegt. Dennoch sehen wir eben Spannungen mit Blick auf die Ausgestaltung des Bildungsauftrags. Insbesondere entstehen diese Spannungen durch Abgrenzungen zwischen früher und schulischer Bildung. Und diese Spannungen erschweren letztlich die Weiterentwicklung der Qualität und auch die Entwicklung eines durchgängigen Bildungs- und Förderkonzeptes. Die strukturellen Rahmenbedingungen aktuell, Fachkräftemangel etc. erschweren auch die Weiterentwicklung, aber Struktur allein ermöglicht Prozesse, determiniert sie aber nicht. Auch das wird in unterschiedlichen Studien sehr, sehr deutlich. Wir sehen zu wenige Lerngelegenheiten, das muss man, glaube ich, sagen, im Kontext der bereichsspezifischen Förderung und Begleitung wird oftmals eher als Beobachtung aufgefasst. Und da sind, glaube ich, hier in den Workshops ganz viele spannende Studien auch, die eben hier auch zeigen, wie diese Begleitung eben auch geschaffen werden kann. Kinder mit Migrationshintergrund erhalten weniger und qualitativ geringere Lerngelegenheiten. Das ist im Kontext von Chancengerechtigkeit eine riesige Herausforderung, weil hier letztlich die Disparitäten verstärkt werden, anstatt sie abzumildern. Zusammenarbeit mit Familien, Elternbildung scheint notwendig, insbesondere für solche Kinder, Familien, die in schwierigen Lebenslagen aufwachsen. Qualität der Kommunikation ist hier ein wichtiges Feld, um Vertrauen und Zusammenarbeit zu stärken. Mit Blick auf die Nutzung digitaler Medien sehen wir, es gibt ein großes Potenzial für die Individualisierung von Lernanlässen und die Begleitung von Familien ist aber aktuell
noch komplett unterentwickelt, sowohl in Forschung als auch in der Praxis. Grundsätzlich mit Blick auf Forschungsbedarfe würde ich sehen, wir benötigen wirklich mehr Wirkungsstudien auf Kindebene, insbesondere auch am Übergang von Kita und Grundschule zum Übergangsmanagement, zur Diagnostik. Digitalisierung, denke ich, ist und bleibt ein Querschnittsthema, wo wir insbesondere noch viel stärker auch in die Prozesse und in die tatsächlichen Wirkungen einsteigen sollten. Vielen Dank.